Ich glaube, dass schon zwischendurch hart werden wird, immer wieder. Ich könnte es mir nicht vorstellen, eine Woche ohne irgendwelche feste Nahrung auszukommen. Wobei es Fasten immer auch eine Reinigungs- und Entschlackungsmethode ist für Körper, Geist und Seele. Also wenn ich zu Hause faste, dann habe ich eigentlich am Anfang immer ganz viel Hunger. Und hier hat man so viel Programm, dass man gar nicht dazu kommt, an Hunger zu denken oder an Essen zu denken. Der Magen flau und der Kopf ein bisschen schwindelig. Und gestern dachte ich noch, ach, Fastenkrise gibt's nicht. Dann kommen natürlich auch Dinge raus, die eingelagert sind. Und dann kann natürlich sowas wie eine Fastenkrise passieren. Meine Kraft spüren, gegen einen Mann zu kämpfen, der wirklich trainiert und wirklich ein Kraftpotenzial hatte. Wow. Es war auch für mich das erste Mal, dass ich probiert habe zu meditieren. Diese geführten Meditationen, die beginnen immer mit einer Entspannung und führen dann zu den Themen hin. Erstmal vielleicht auf einer körperlichen Ebene. So ein Erlebnis hatte ich noch nie in meinem Leben. Es fühlt sich viel leichter an jetzt. Wie gewohnt irgendwie. In Richtung Bewusstsein und Meditation, das hat zu Hause überhaupt nicht geklappt und das funktioniert hier wunderbar. Ich soll wieder was essen? Warum?